Du arbeitest mit einem Mac und möchtest deine Produktivität noch weiter erhöhen. Zum Beispiel, indem du eigene Shortcuts vergibst. Wie das funktioniert, erkläre ich dir in diesem Video. Wir nehmen mal zum Beispiel einen Affinity Designer. Damit kann man Grafiken super bearbeiten und noch ganz andere Sachen. Und hier gibt es den Befehl exportieren, den ich super häufig brauche, um jetzt zum Beispiel aus einer Vektordatei beim Export eine PNG-Datei zu machen. Das hat ja auch seinen Befehl unter Datei und der lautet hier exportieren. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist wichtig, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Hier gibt es einen vorbelegten Shortcut vom System und der ist Command Option S. Davon bin ich kein Fan, weil ich seit Jahren GIMP benutzt habe und bei GIMP war das irgendwann mal Command Shift E, E wie exportieren, habe ich mir gemerkt und seitdem habe ich das bei jedem anderen Programm auch immer als den Standard-Shortcut für exportieren eingestellt. Also unter anderem im Pixelmator ist ein anderes Grafikbearbeitungsprogramm und im Affinity Photo. Also möchten wir jetzt beim Affinity Designer nachziehen. Im Affinity Designer gibt es theoretisch die Möglichkeit in den Optionen auch Tastenkürzel zu vergeben. Also man sollte meinen, es geht hier quasi, wenn man da drauf geht. In die Optionen kommen wir wie gesagt mit Command, Komma. Allerdings weiß ich hier nicht, wie ich ein eigenes Tastenkürzel hinzufügen kann. Ich sehe hier kein Pluszeichen und kein gar nichts. Und bevor ich das jetzt herausfinde, zeige ich euch, wie das über die Systemoberfläche von Apple geht. Das funktioniert nämlich sehr, sehr zuverlässig, außer bei Joplin. Dazu gehen wir einfach in die Spotlight Search und können jetzt hier zum Beispiel Tastatur eingeben und dann landen wir in den Systemeinstellungen für unsere Tastatur. Meistens landet man hier vorne bei Tastatur und wir wollen auf den Bereich Kurzbefehle hier in der Mitte. Dann wählen wir hier links aus App Tastaturkurzbefehle und jetzt können wir, man sieht es hier schon so ein bisschen, für eine eigene App oder für jede einzelne App einen eigenen Shortcut definieren. Das heißt, wir sagen jetzt hier Plus, nehmen uns das Programm, das ist der Affinity Designer in dem Fall und jetzt müssen wir den Namen des Menübefehls exakt so eingeben, wie er im Menü steht. Das heißt, wenn ich jetzt hier schreibe exportieren ohne Punkt, Punkt, Punkt und dann sage, das soll Command Shift E sein und hinzufügen, dann werden wir feststellen, dass das leider nicht funktioniert. Also ich gehe in den Affinity Designer zurück, ich gehe hier auf Datei und wir sehen, dass bei Exportieren immer noch Command Option S steht. Und wenn ich jetzt eben auch Command Shift E drücke, passiert hier quasi gar nichts. Also zurück in die Tastatureinstellungen und dann kann man es hier auch einfach bearbeiten, indem man nochmal drauf klickt und wir fügen diese Punkt, Punkt, Punkt am Ende hinzu. Wenn wir das jetzt wieder speichern und zurück in den Affinity Designer gehen, ist das überraschend, wir müssen das Programm nicht neu starten oder irgendwas. Wir sind ja nicht bei Windows, wir sind ja hier bei Mac. Und wir sehen auch direkt, jetzt haben wir hier bei Exportieren mit Punkt, Punkt, Punkt am Ende den neuen Shortcut, der jetzt vom Apple-System quasi den Shortcut des Programms selbst überschreibt und das ist Command-Shift-E. Also probiere ich das auf meiner Tastatur nochmal aus. Wir drücken hier Command-Shift-E, das ist eine kleine Fingerverrenkung und schon haben wir das Exportieren-Dialogfenster aufgemacht und können jetzt eben sagen, das soll jetzt ein PNG werden, zum Beispiel in einer anderen Größe und dann wollen wir das exportieren. Es sind also nur ein paar kleine Handgriffe und das Coole dabei ist wirklich, das funktioniert im Normalfall in jedem Programm. Ich habe zum Beispiel bei mir Excel-Programmbefehle geändert, ich habe wie gesagt das Exportieren in allen Grafikbearbeitungsprogrammen abgeändert, damit es überall gleich funktioniert. In der Kontakte-App war Visitenkarte bearbeiten nach einem System-Update irgendwie auf Command-Shift-L oder sowas und vorher war es Command E wie Edit. Und wenn ihr diese Probleme habt, dass ihr irgendwie sagt, ey, warum funktionieren meine Shortcuts alle nicht oder warum haben die alle komische andere Angaben als das, was ich gewohnt bin, oder ihr wollt irgendwie logischere oder einfacher zu merkende Shortcuts haben, sowas wie Import ist Command Steuerung I, zum Beispiel I wie Import, dann geht das alles sehr, sehr einfach, indem ihr hier in diesem App-Tastaturkurzbefehle eigene Befehle vergebt. Ich bin sehr großer Fan davon, ich nutze das den ganzen Tag und sorge so dafür, dass meine Produktivität ein bisschen hochgeht. Falls dir das Video weitergeholfen hat, dann lass am besten mal ein Like da oder abonniere den Kanal. Hier geht es zwar auch um Produktivität, meistens aber im Speziellen im Bereich Webdesign. Das heißt, wir setzen Webseiten mit WordPress auf, aber wir kommen auch immer wieder auf Selbstständigkeit zu sprechen und natürlich das Thema Produktivität, damit du deinen Stundensatz ein bisschen maximieren kannst und mehr Geld verlangen kannst. Dann sehen wir uns bald mal wieder hier oder vielleicht in meinem Livestream, in dem auch das Video hier beim ersten Take super geklappt hat und entstanden ist. Mach's gut, bis bald.